Die sind aber teuer. Mir zu teuer. Ja, ihr habt schon den Wagen geplündert. Den letzten Rest kannst du haben, der da drin ist. Da sind noch 21 Schnaps drin. Ja, die kann Olli sich gleich rausnehmen. Mal gucken, ob ich irgendwie noch mehr BS rausholen kann. Bandagen kaufen. Was? Bandagen? Wofür? Macht ihr doch sowieso nichts. Als David fährt. Gar nicht mehr. Ich mach nichts mehr. Wenn keiner da ist, wenn ihr beide AFK seid und ihr irgendwie irgendwo hin wollt, ich warte konsequent, bis ihr beide da seid. Damit einer von euch fährt. Ich tu mir das nicht mal an. Nein, mach ich nicht mehr. Warum, nachdem wir uns jetzt zweimal fast versucht, das umzubringen? Zweimal? Das war einmal. Einmal. Das zählt aber doppelt. Scheiß einmal bis jetzt passiert, ne? Das zählt aber doppelt. Du kannst mich am Arsch lecken. Warum so unfreundlich? Du hast uns versucht umzubringen. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer nur gegen mich dieses Gehetze. Kann ich nicht mehr ab. Ich deprimiere mich jeden Tag mehr. Oh, mit zum Keks. Nein, ich esse mich jetzt dick. Jetzt davon. Wart jetzt wie ein braves Kind hinten auf der Rückbank, bis André fährt. So. Tja. Habt ihr alle Pipi gemacht? Ja. So, was jetzt? Komm mal zum anderen Bootshändler, gucken, ob wir da ein Boot kaufen kann. Ja. Und beim Stahlhändler da. Was ist das? Lost Keros oder was das da ist? No, vorher eben zur Bank Geld einzahlen. Ja, das können wir machen. Jo. Weiß einer noch den Weg? Bum, 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 bum. Bank, das ist doch... Links, rechts. Ja gut, dann die nächste rechts. Ich kann doch nicht da vorne mit dem Markt fahren, du Idiot. Oh, ich kann sagen. Wieso nicht? Alter. Ja. Willst du André noch den letzten Rest Kohle aus der Tasche ziehen, oder wie? Ja, ich bin doch schon so arm. Mal. Da steht, André, da steht Bellas Auto. Da steht Bellas Auto. Da ist nicht Bellas Auto, nein. Achso. Das ist ja gegen Bellas Auto eine Schrottkiste. So. Alter. Haben wir gesagt, der Letzte macht das Auto zu. Tja. Ja, vom Gangkonto kriegt man nichts runter. Das ist jetzt erstmal gut gefüllt. Im Gangkonto meinst du jetzt? Ja. Ja, es wird. Irgendwie muss man das ja trotzdem wieder rauskriegen, das Konto. Nochmal gucken. Oh, die Cops gucken. Ich hab das Gefühl, hier geht gleich die Post ab. 17.000 mal. 10. Ja, so. Ich weiß, was wir werden, André.
Jetzt habe ich die beste Idee überhaupt. Ich weiß, was wir werden. Ja, was? Wir werden Batman, Robin und ja. Du bist Aquaman. Nein, ich bin nicht Aquaman. Du bist Aquaman. Du bist Aquaman. Deswegen ja, weil du böse warst heute. Hallo? Olli auch, warum ist er nicht Aquaman? Ja, Olli ist Robin, ist genauso schlimm. Ja, der wird auch immer so. Oh, ich glaube nicht, dass der Weg richtig ist. Doch, der ist richtig. Ja, unten, aber der ist schon richtig. Du bist jetzt nur auf eine Nebenstraße geraten. Aber der ist auch richtig, wenn du dem Weg folgst. Vom Bootheim, glaube ich. Ja. Aber der Weg ist schon richtig. Den kannst du auch nehmen. Bestimmt auch so eine Drogenschmuggelroute hier. Also wenn wir hier jetzt einen Unfall haben, findet uns nie einer. Ich glaube auch. Ja, Dragas, wir machen die Gerechtigkeitsliga auf. Ja, nur wenn Dragas mitmacht. Wieso blinkst du denn immer noch? Und wenn Dragas... Ich blinke nicht. Und du blinkst? Nein, ich blinke nicht. Vielleicht ein Anzeigefehler. Ich blink mal. So ist er jetzt weg. Ja. Ich hab. Alter, guck doch im Stream, da hab ich keinen Blinker an, Mann. Ja, ja. Wenn, dann würde ich Warnblinkanlage machen, weil es gefährlich ist, weil ich zwei Deppen an Bord habe. Ja, ja. Mir passiert auch noch ein Unfall. Und dann lache ich dich auch aus. Und dann mache ich. Natürlich passiert mir ein Unfall. Lass uns beim Heli rumfliegen. Auf Arma 3-Steuerung habe ich gar nicht mehr im Kopf. Genau. Dann will ich nur noch. Dann will ich dir auch alles vorhalten, nach links. Ich habe euch nichts vorgehalten. Ich habe euch nur gefragt, warum ihr vorhabt, mich umzubringen. Alter, ich war so schwer verletzt, ne? Der Sunny war damit überfordert. Ey, wenn ich dich umbringen wollte, dann wärst du auch tot, boah. Ich wollte dich ja wie ein Unfall aussehen lassen. Ich bin ja nicht so ein Stümper wie Sunny. Ich hab doch versucht, dir zu helfen, zu lange zu bekommen. Nachdem ihr das Auto repariert habt. Dachte ich, okay, jetzt sowieso. Wir können ja auch das Auto reparieren. Wir mussten ja Zeit schenken. Weil du bist ja so verdammt langsam verblutet. Verdammt. Ich wäre fast verdurstet. Ich wäre eher verdurstet. Zwei verdurstet. Durst hatte ich noch, dann wäre ich fast verdurstet. Ja, eher verdurstet als verblutet. Geht's dir gut, Mister? Geht's dir gut, Mister? Ich hab Durst. Ich will was. Gib mir Blut. Ich trinke auch aus dem Beutel. Brauchst nicht auf den Anzug schließen. Bahama Mama. Bahama Mama. Wo sind wir hier? Wir haben mal in der schönen Gegend. Also ich weiß, wenn das hier die alte Map wäre, dann müssten wir stundenlang fahren, um irgendwo hinzukommen. Und das ist alles mal so 20 Kilometer auseinander. Hier ist ja noch relativ human. Und da werden wir aber bestimmt verblutet, wenn ich in der Stadt. Ja, da werden wir auf jeden Fall verblutet. Hier, links. Was Neues. Was ist denn hier links? Pfirsich. War was anderes, ne? Er bringt der Pfirsich-Schnaps ja mehr als der Apfelschnaps. Nein, das bin ich nicht, glaube ich nicht. Wissen wir das? Die Preise ändern sich ständig. Rechts. Oh, gut. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Sprit, obwohl wir schon wieder gleich den ersten Drittel leer gefahren haben. Ja, der frisst ganz schön. Ja, also der ist ein ganz schöner Spritfresser. Jetzt brauchst du einfach nur der Straße zu folgen, sonst kann ich meine mit. Das waren die Cops. Was mit seiner Weste? Oh, hier links, guck mal, Äpfel. Oh ne, nicht schon wieder. Können wir nicht Bananen jetzt sammeln? Dein Dings, dein PD-13 hier, wo du abliefern sollst. Und hier ist nochmal PD-13. Warte mal kurz, ja, halt mal an. Stopp, da ist er. Hier sollte er abliefern, ne? 13 war das.
Komm ja. Mal gucken. Ja, dann mach das so eben. Fahr. Was sind hier? Scheiße. Ja, ja, macht mal. Auf Wiedersehen. Jetzt überfahre ich ihn. Alter. Da lief er drauf Straße. Ich hab den überfahren. Echt jetzt? Ja. Ohne Scheiß? Ja. Der hing auf einmal hinterm Auto. Der war doch rechts neben dem Auto. Ja, der war doch nicht. Sorry, David. Oh, sammel mal seinen Scheiß ein. Oh Mann, das war keine Absicht. Oh, was haben wir denn hier? Eine quadratische Brille? Ne, die Klamotten brauchen wir nicht. Oh. Was? Ich hab keinen Führerschein. Oh, ich darf nicht mehr Auto fahren. Ich hab keinen Führerschein mehr. Was? Ja, der ist weg, weil ich ihn überfahren hab. Olli, du musst fahren. Das war ja keine Absicht. Das stand auf einmal da. Du hast das doch auch gesehen. Ich hab gesehen, dass er rechts an der Straße stand. Ja, eben. Und ich war auf der Straße drauf. Da konnte gar nichts passieren. Noch Sakaki hab ich auch. Das ist dasselbe. Den kann ich... Kann ich seinen Rucksack nehmen? Ist ja dasselbe. Die Weste muss ich noch von ihm nehmen. Mal meine Weste hier rein. Deine Weste. Hast du alles von ihm raus? Ja, das ist nur so eine Klamotten, ne? Ja, der hat ja nur keine gekauften Klamotten, glaube ich. Jetzt sind, glaube ich, nur. Ne, hab ich jetzt auch. Ich glaube, das war das Problem mit dem. mit dem zu nah vorbeifahren, weißt du? Ja. Speller, glaube ich, mal sagte. Ja, ja, ja. Und darf, glaube ich, nicht zu nah an jemanden vorbeifahren. So, jetzt habe ich dann zwei Tage, so weit hoffe ich. Du hattest gar kein Geld mehr, du hast alles in der Bank gezahlt. Apropos, ich darf ja gar nicht fahren, Moment. Du musst fahren. Ja, dann bist du selber schuld. Wir haben gesagt, wir fahren zur Bank und zahlen das Geld ein. Weil hier in der Stadt steht auch ein Bankautomat. Da hättest du dann Geld holen können, wenn du ein Boot gekauft hättest wollen. Selber schuld. Dann gehst du ein paar Äpfel pflücken, dann hast du wieder 50.000. Olli, fahr! Moment!
Du sollst fahren, dich nicht davor legen. Ja, ja. Ich muss am nächsten Lizenz ändern, ich brauche noch einen Führerschein. Wo ist der denn jetzt? Da müssen wir ganz zurück. Na, guck erstmal mal auf den Boden. Muss da unten gleich irgendwo sein. Pass auf, ne? Pass auf! War doch auf der Straße. Da ist er doch. Da ist das Schild. Warum ist das ein Schild? Ja, kriegst du nur ein Rettungsboot oder Motorboot? Vielleicht musst du damit erstmal skillen. Okay, wenn wir zum David. Jetzt sollen wir mal einen Diamanten machen oder so. Müssen wir noch eine Spitzhacke kaufen und sowas? Weiß ich nicht, kann sein. Nein, dann muss der normalen Straße hier weiterfahren. Und dann jetzt gleich. An der Kreuzung, wenn er an der großen Kreuzung kommt, muss er links. Jetzt folgen wir der Straße eigentlich eine ganze Weile. Jetzt kommen wir wieder in der Stadt rein. Ja, wie fährst du denn? Normal. Ja, auf dem Seitenstreifen oder was? Immer in der linken Spur. Das sieht auch nicht anders aus, wenn du fährst. Wieso blinkst du jetzt? Na, ich fahre rechts rum. Du bist auf der Vorfahrtsstraße.
Ja, wir kommen ja in die Stadt. Der Schluck Sprit, wa? Das ist bestimmt schon wieder halb leer. Oh, doch, das. Mach alle auf. Schau du. Was? Schau du. Es tut mir leid. Das war mit purer Absicht, das war deine Rache. Du standest neben der Straße. Rechts, Olli. Und Parkplatz. Warum nimmst du auch Geld mit? Wieso nimmst du Geld mit? Weil ich da gleich dann nach dem Boot gucken wollte und das eventuell sogar noch dann kaufen wollte. Da gibt es ja mal ein Geldautomat in der Nähe. Oh, ich habe hier einen Führerschein. Aber warum denn hin und her fahren und hier und da immer das Geld dann gleich in der Tasche? Dein Kram aus dem Auto. Ich finde dich. Ey, wir können brennen. Was können wir brennen? Brenn die? Ja. Brauchen wir dafür? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht. Schnaps brennen, Saft pressen, Ton brennen. Ich habe keinen. Was rum? Gar nichts habe ich. Ich habe nur Schnaps und Saft. Ich habe hier noch Brandy und Blühen. Dave. Als Bild. Dankeschön. Wie soll ich das an einem Sack pressen? Bestimmt. Wenn du genügend Saft gepresst hast, dann kannst du brennen. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist. Ja, macht nix. Ich hole mir irgendwann mal auch die ganzen Lizenzen. Ich sehe gerade. Ich habe da nichts Kohle. Wie? Du hast meine Kohle, Olli. Das liegt ja auf der Straße rum, wenn man einen umbringt. Gib mir die Kohle, die hat eh. Der denkt eh, die ist weg. Ich hab mich nicht verplappert, ich verhalte einfach so. Wo bist du? Over. Beim Supermarkt. Alles klar. Wir tanken nur noch irgendwie. Viel Spaß.
Läuft schon. Okay. Mach mal Auto zu. Hätte man machen können, nachdem du drin sitzt. Was brauchen wir wohl zum Fischen? Ein Boot. Dabei gibt's nur Motorboot. Wer ist denn der Vogel da? David? I see you. Na, ist der doof. David, doof. Deine Sachen sind aber alle im Auto, ne? Ich hab die schon alle rausgedacht. Ja. Bis auf das Verbandzeug und also Scheiß, das kann da drin bleiben. Du kannst nur die Boote kaufen, die du da gesehen hast. Ich glaube, man muss damit wohl anfangen und skillen oder so, keine Ahnung. Kann sein. Schätze ich mal. Kann sein. Was bloß irgendwo beschrieben wäre. Aber der eine hatte ja auch ein relativ großes Boot, nämlich, ne? Hast du ja auch gesehen, relativ am Anfang, wo wir gekommen sind. Ja, ich weiß. Was heißt das? Kann sein, dass man da wirklich loskommt. Muss so, Olli, Geld her. Ich krieg doch 50.000 von dir wieder. Was? Eigentlich, genau so sagt man, hatte ich 58.000. 253 war das, glaube ich. Gesagt, was hat er gesagt? Ja, ich glaube, du hast schon verstanden. Ich hab so ein Knacken und Rauschen im Ohr, ich höre nichts. Er sagte, er schenkt dir 58.000 Euro. Das finde ich doch mal eine nette Geschichte. Und das ist, was du nicht weißt. Ich habe mir eine Waffenlizenz gekauft und eine Handfeuerwaffe, die direkt zwischen deine Beine gerichtet ist. Ja, das ist doch okay. Kinder kosten eh nur Geld. Aber weißt du, das Schlimmste an zu sterben verbluten ist? Positiv bin ich vorhin fast. Wir können es ja gerne mal probieren, Olli. Hallo. Hallo. Moin. Ja, alles Vorfahrt, oder? Nein, wir haben Vorfahrt. Ja, rechts vor links. Echt? Aber das stand doch mal. Guck mal. Nein. Der Hobel sieht auch eigentlich ganz geil aus, oder? Ja, gut, oh, Olli, hör auf, die Autos anzugucken. Was denn? Kannst du dir eh nicht leisten. Du hast billige Apfelpflücke. Irgendwann kann man sowas auch leisten. Gib mir lieber meine Kohle wieder, bevor ich dir... Dann müssen wir nicht mal mehr diesen billigen Escalade fahren. Ja, 100.000 gekostet, einen billigen Escalade. Und die erste Karre, die wir hatten, das war... Pass auf, Auto zu, da kommt einer. Auf selbe parken sie in so weit weg? Bei... Was war gerade mit Autos? Meine Güte. Nein, unser älterer Bruder, der kann sich nur keine Autos leisten, deswegen... Achso. ...guckt er sich die Autos nur an. Achso. Und sagt er, die sehen toll aus. Und der sieht toll aus. Das sind diese unerreichbaren Traumwagen von ihm. Achso. Welches Auto hat Ihnen denn da so gut gefallen? Ja, Olli, geh mit ihm mit. Brauchst du dich auf den Rutsch. Der rote Pickup da, der gefiel mir. Du meinst dieses alte, rote, hässliche Ding? Ja. Und das kannst du dir nicht leisten? Das riecht, das ist doch nur, was ich nicht... Nein, das ist, weil mein jüngerer Bruder da hinten ständig irgendwas macht, anstatt zu arbeiten.
Alte Klappe, gib mir lieber meine 50.000 Euro wieder, die du mir geklaut hast. Hab ich gar nicht, die bewahre ich noch für dich auf, weil du doch mit mir wieder Unsinn machst. Wie teuer wäre denn da das komische Kackding da? Ich will mal ein Boot kaufen, gib mir mal 50.000 wieder. Oh, das ist scheiße, glaub mir. Ich will mein Boot haben. Wenn ich gerade hier stehe, ne? Shop. Oh, geil. Ich würde ja sagen, soll ich euch mal ein richtiges Boot zeigen? Ich will ja auch ein Boot haben. Oh, das ist nur ein bisschen kacke, das hier zu machen. Das ist richtig kacke hier zu machen. Ich kaufe mir erstmal mein Boot jetzt. Oh, das. Ja, ich hab nämlich hier so ein Hochseefischerboot. Ja, genau, das will ich auch haben. Wie bekommt man das? Dafür brauchst du 1,2 Millionen. Ja, aber das wird mir hier nicht angezeigt. Ah. Dafür brauchst du mehr Karma. Du brauchst du, glaub, 6000 Karma, das ist das Traveler Boat, hat Kaufpreis von 1,2 Millionen und Kofferraumgröße von 14.300, maximal 25 Knoten, hat eine Pferdestärke von 4600 PS, es können 9 Leute rein und hat eine Tankgröße von 2000. Da passen ein paar Äpfel rein. Hä? Wie machen da damit da kein Äpfel? Wo wollen sie mit dem Ding hinparken? Das ist gut, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Info. Kennt ihr immer. Und du darfst die Angel nicht vergessen, die ist bestimmt auch teuer. Was? Die Angel. Ich sag die Angel, die ist bestimmt auch teuer. Die brauchen sie nicht, wenn sie das Boot haben, dann hat Netze. Boot hat Netze. Ah, okay. Ja. Also im Prinzip kann ich jetzt mit dem kleinen Motorboot rausgehen und Fische fangen. Schön, mit dem Motorboot nicht. Mit dem Motorboot nicht, okay. Das heißt, André, wir müssen noch Erdbeeren pflücken. Also braucht man zum Fischfang wirklich diesen Fischtrawler? Ja. Braucht man. Und 5000 Karma oder so? Ja. 6000. 6000, boah, ja, jetzt sind wir weit weg. Also so weit dauert das jetzt auch wieder nicht. Na gut, dann müssen wir noch mehr Obst pflücken, André. Aber wenn ihr euren Tipp gehen habt, wenn ihr nur auf Karma aus seid und nicht auf Geld, ne? Dann macht, fahrt hoch nach Los Diablos und tötet da Schafe. Schafe? Ja. Und dann, theoretisch, wenn ihr es weiter produziert, macht der Beef Jerky raus. Wir brauchen aber Geld, wir haben keins mehr. Ihr müsst die doch nicht verarbeiten, die Scheiße. Das gibt eh kein Geld. Einfach nur töten. Das bringt eine Menge, also bringt gut Karma, wenn man halt alle 2,5 Sekunden ein Schaf tötet. Ah, okay. 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 Probieren wir mal aus. Aber womit macht man gut Kohle? Wir brauchen Geld. Hä? Ach, du bist schon wieder auf Geld aus. Also ich mach mein derzeitiges Geldvermögen liegt in Kerosin. Kerosin. Ja. André, hast gehört, du musst Kerosin machen. Und dafür brauchen wir wieder ein Tanklaster. Nein. Aber warte mal. Wer seid ihr? Hör mal bitte den Namen. Nerds. Wir sind die Gebrüder Nerds. Gut, euch habe ich nicht mein Tanklaster ausgeliehen. Nein. Aber wir haben es mitgekriegt heute, als du dein Tanklaster verliehen hast. Ich habe heute mein Tanklaster schon verliehen. Aber der kam auch nie wieder, weil der explodiert ist. Oh. Okay. Ach, kann mir davon mindestens 12 Stück kaufen, wenn ich will. Hat er dir wenigstens das Geld erstattet? Nee. Kam gerade frisch aus einer Insel. Okay. Alles klar. Ja. Gut. André, da weiß ja Bescheid. Tanklaster kaufen. Ja. Ne? Mal gucken. Geh dir Geld beschaffen, egal wie, und dann kannst du den Tanklaster kaufen und LKW-Zulassung. Rationiere kaufen? Ja. Was wollen sie denn als nächstes machen, wenn sie kein mit Apfel fertig sind? Ja. Genau. Wir hatten schon gedacht, in den Fischereibetrieb zu gehen. Ja, das würde ich Ihnen nicht empfehlen.
Oder in den Kfz-Bereich, so ADAC-mäßig. Ja, okay, gut, dann gebe ich Ihnen kein Geld. Ja, ich habe gerade Geld mit, weil ich nicht brauche. Das hätte ich auch gerne. Ein gelbes Auto haben wir ja schon, das ist doch schon der perfekte Start. Also auf meinem Konto ist genug Geld. Da habe ich gerade auch noch ein bisschen dabei. Der Konto ist leer, Olli gibt immer alles aus. Ja, Olli gibt immer alles aus. Verdient, ich spare an und Olli gibt alles aus. Gar nicht. Also ich muss sagen, da habe ich jetzt besser mit meiner besseren Hälfte erwischt. Ja, ich habe die beiden als bessere. Wir arbeiten zusammen und ich behalte das Geld. Ja, das ist cool. Machen wir ab jetzt auch so. Ihr bearbeitet, ich krieg das Geld. Und immer nur dann, wenn Ihnen Anschaffung vorsteht, dann kriegt sie das Geld. Das Geld landet doch sowieso auf deinem Gangkonto, Bruder. Läuft Leuten nicht. Nein, nicht auf dem Gangkonto. Wir haben doch schon so viel drauf. Wir haben doch schon so viel drauf. Okay. Ich kann empfehlen, ab 2000 Kammer kann man sich eine wunderschöne Gummigeschosspistole holen. Ja? Oh, Gummigeschosspistole. Ja, das ist dann sowas ähnliches, was ich auf dem Rücken habe, nur eine Nummer kleiner. Ja, 2000 Kammer ist ja nicht mehr weit. Ja. Nach 2000 Kammer können sie, wenn sie jemanden finden, der genug Kammer hat, um sich so einen großen Rucksack zu holen, den er auf dem Rücken hat, können Sie den auftragen? Also müssen wir im Prinzip erstmal Karma sammeln, bevor wir bessere Sachen kaufen können. Ja. Mhm. Das macht man halt inaktiv mit Äpfeln, weil die auch noch Geld bringen. Ja, das ist bis jetzt die effektivste Methode, die wir festgestellt haben. Aber wenn ich auch einen Tipp am Marktplatz, ne? Am Supermarkt bzw. am Werkzeugmarkt, da steht jetzt eine Tafel, die ist neu, da seht ihr, was bringt. Ihr könnt halt entscheiden zwischen Hauptpfirsiche oder Äpfel. Das ist dann halt so ein Marktpreis. Da müsst ihr die Tafel ansprechen, aber da nicht erschrecken, manchmal redet die Tafel. Tafel redet manchmal. Okay. Das ist eine sehr mysteriöse Tafel. Das wäre ein Fall fürs FBI. Nee, besser nicht. Ich weiß, wer das macht mit der Tafel reden. Oh. Okay. Also doch keine X-Akte. Nee. Das ist jemand, der ganz viel Langeweile und gutes Gehalt hat. Achso, okay. Achso, ganz viel Langeweile und gutes Gehalt. Also wenn ich chill wäre und damit dann reden müsste, einfach nur dafür gutes Gehalt kriegt, dann möchte ich das auch machen. Nee, das ist so nebenberuflich, wissen Sie? Achso, nebenberuflich, ja gut, okay. Hauptberuflich bin ich komplett in Kerosin und Stahl verwickelt. Ach so. Dann machen wir was völlig Neues. Dann werden wir Superman und Batman. Und was ist der andere? Ein Gehilfe für beide? Aquaman. Robin. Er ist der Robin. Aquaman. Aquaman ist scheiße. Er ist Aquaman. Der Aquaman, da würde ich aber aufpassen, wenn ich mit meinem großen Frachter unterwegs bin, ne? Ich sag dich ein. Ja, ruhig verarbeiten, ruhig verarbeiten. Die Niere kostet extra. Die Niere kostet extra. Dafür hat doch schon gar keine mehr, der läuft doch noch auf Plastiknieren. Wollte ich gerade sagen, du hast doch keine mehr, Olli. So, aber die Herren, ich muss jetzt weiter, ich habe hier keine Lust mehr rumzustehen, ich, ne? Ja, hauen Sie rein. So, tschüss, gehen. Vielen Dank für die Information. Ein Thema. Da. Na, wir brauchen Karma. Wir brauchen Karma. Karma. Mission, Karma-Mission. Ja, entweder Karma-Mission machen. Rumeiern. Ja. Karma-Mission machen oder weiter Äpfel pflücken. Aber dann lieber Karma-Mission machen, die bringen auch noch ein bisschen Kohle. Aber dann was wir einmal. Muss ja das ständig für die Gegenheit. Ja, eben, das ist das Problem. Das heißt, wir brauchen wieder ein Auto. Ja, entweder jeder ein Auto oder wir pflücken weiter Äpfel. Oder was? Ihr beide bekommt keine Autos. Ihr habt Fahrverbot von Bella. oder wir schlachten halt Schafe, wie er gesagt hat, das soll ja viel Karma bringen. Ich hab nur 1600 Karma, also da fehlt, braucht noch ein bisschen. Ja, ich hatte gerade 100 Karma verloren, weil ich dich überfahren hab. Und der Führerschein war auch weg.
super. Führerschein kaufen noch. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Laster. Wir holen uns einen Laster und knallen den mit Äpfeln voll. Wir haben keine Kohle für den Laster. Die Laster, die wir uns leisten können, die haben auch nur 2000 Kofferraumplatz wie der. Die kleine Kutsche hat auch nicht mehr. Ja, gut. Könnte ich ja gerne einen eigenen holen, was ihr dann davon habt. Also wenn ihr euch auch ein Escalade kaufen wollt, der kostet über 90.000. Ja, das haben wir nicht. Wir mieten uns einen Laster. Ja, wir können uns auch einen mieten. Aber lohnt sich jetzt, wer weiß, wann Serverneustart ist. Haben die nicht gesagt, um 2? Ob ja. Alle 4 Stunden. Ja, lass mal zum LKW hin da. Ja, lass mal hin. Ist aber nur noch eine Stunde, lohnt sich das? Ja, je nachdem, wie teuer das ist. Willst du mal bitte von meinem Fahrersitz gehen? Ausnahmsweise. Ich hab ja gesagt, jetzt sitze ich hinten. Ich hasse es. Wenn ihr einfach erstmal einsteigen lasst, bevor ihr euch alle da immer gleich breit macht. Wieso? Ich sitze auf meinem Platz. Wo hin wir? Ihr beide gehört höchstens in den Kofferraum. Boah. Hab mich aber erschreckt. Bei Herr Sorgenfrei. Axel H. Die haben Namen bei den Cops, das ist unglaublich. War der eine wirklich vorhin? Was hat er vorhin gesagt, hieß er? Dämmer. Oder raus. Ja, heraus. Heraus. Achtung, Vorfahrt. Die haben Vorfahrt. Verdächtig, haben wir uns. Wie sieht er nicht verdächtig aus? Nur weil der gelb ist? Warte, der liegt an dem Auto. Warte, ich glaube, der dreht um. Nee. Wo wollen wir jetzt, hin? Zum LKW hin? Dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Ja. Gucken, dreht nicht um, Gott sei Dank. Wollte ich schon wieder eine Polizeikontrolle? Dann ist ja langsam Diskriminierung. Polizeidiskriminierung, sage ich dann hier. Also wir sind jetzt in 2 Stunden 7 Mal kontrolliert worden, so also reicht mir langsam. Soll ich dir dann erzählen, dass du mich überfahren hast? Mach doch. Petze, dann mach ich gleich nochmal. Ich glaube, das wissen die schon, das steht jetzt im Computer. Wahrscheinlich, ja. Dann werden sie mich wahrscheinlich noch befragen. Ah, ne, haben die einen überfahren? Ich sage, ja, wir haben rumgealbert und dabei ist das passiert, nichts Wildes. Nichts Wildes. Was ist denn hier passiert? Das frage ich mich auch, was ist hier passiert? Ups. Was ist das? Wie soll ich denn da jetzt einen LKW kaufen? Wieso geht denn da die Tür auf? Das Gebäude steht bei mir auf der Seite. Ja, aber ja, da musst du dich ran. Ja, halt mal an, ich steig mal aus. Hallo, aussteigen. Hier ist das Ding. Was soll das so sein? Da ist einer tot. Wer ist denn da reingelaufen? Olli ist tot. Olli ist tot? Ja, Olli ist tot. Der ist da reingelaufen, der Idiot. Ja, er ist doch gerade auch nicht so nah ran und Olli stirbt. Ob das einmal sich den Support melden? Was für einen brauchen wir denn? Wie, du bist doch tot. Nein, ich bin noch im Boot. Okay. Achso. Weiß ich nicht, einen großen, was kosten die? Sieht sehr lustig aus. Also, ein Hammett mit Plane kostet Miete 260.000. Zur Miete. Zur Miete. So. Typhoon 250.000. Da kannst du die Dinger jetzt schon fast kaufen. 200. Alter, da kannst du die Dinger ja echt bald kaufen. 135.000. Ein Tanklaster? 70.000 Miete. Ne. Dann kauft euch lieber selbst Fahrzeuge, wir fahren im Konvoi, falls ihr überhaupt jemals irgendwo ankommt. Ja, besser ist, ne?
Also der kleinste richtige LKW kostet 56.000 Mittel. Ja, nee, das. Und dann müssen wir mehr Äpfel pflücken. Und bevor du 50.000 für einen LKW ausgibst, der 200.000 kostet. Kannst du 200.000 einkaufen? Jo. Ja, das wäre doch auch eine Idee. Wir machen eine Speditionsfirma auf. André hat darin ja schon Erfahrung. Hä? Hab ich, ja, aber Disponent. Da bist du Disponent, ja. Du sitzt im Büro und kassierst die Kohle. Also ist auch in Ordnung. Aber immer im Voraus. Ja. Oh, dann fahr ich wieder Tragsimulator oder was? Wo war das nochmal mit dem Supermarkt? Da sollen wir mal gucken, welche gerade mehr bringt, hä? Ja, richtig, genau. So, fahr doch mal hin, da. Guck mal die Tafel mal an. Aber das ist das Haus hier auf der Seite, wie ich das wundere mich ein bisschen. Der lag vorhin noch nicht, ne? Nee, vorhin stand noch normal. Würde ich gerade sagen. Vielleicht darf ich mehr sehen. Ja. Ja, da liegt ein Baum, da liegt ein Baum! Boah! Polizei Bescheid sagen. Liegt ein Baum auf der Straße. Da war ein Holzfäller. Du musst die Polizei rufen. Haben wir nicht gesehen. Das ist direkt am Krankenhaus, die müssen wir auch sehen. Ja, dann müssen wir auch sehen, das stimmt. Meiner eben. Echter Kabel, meint er? Ah, jetzt legt er sich hier wieder hin. Marktzeit abfahren. Ja. Guten Tag. Guten Morgen. Tag. Apfel. Apfelsaft. Pfirsichsaft mehr. Aber Apfelschnaps bringt momentan 280 Euro. Nein, das ist wenn du kaufst. Achso, der Kaufpreis. Ah, der Verkaufspreis ist da, ja. Aber Apfelschnaps kriegen wir noch am meisten. Was bringt denn noch mehr? Waffenkomponenten, Stahl, Kerosin. Ja, Kerosine bringt natürlich viel, ne? Ja, Zement. Okay. Ja, Zement, ja. 1100. Und da immer ein Zement machen. Stahl ist am meisten. Da brauchen wir da eine Spitzhacke für, ist die Frage. Ich wollte gerade sagen, wir können uns ja mal eine Spitzhacke kaufen, mal gucken. Kohle geht auch. Das brauchen wir die Kohle. Laden. Ich bring mir mal. Bin ja schon hier. Eigentlich kann mir eh keine kaufen. Müsst ihr mir eine mitbringen? Ja, dann kaufe ich mal. Da brauchen wir eine Bohrausrüstung. Weiß ich nicht, ich pack die auch mal. Ich pack mal eine ein, die sind aber verdammt teuer. Was? Pack da mal eine ein. Ja, die kosten 10.000. Aber wahrscheinlich brauchen wir erstmal eine Spitzhacke und die Bohrausrüstung mit höherem Level wahrscheinlich. Ja, richtig. Spitzhacke. Das mit dem Schurfgeschirr, wir brauchen Gold. Lege ich ins Auto rein. Jo, brauchst aber nicht Kofferraum aufmachen, Auto aufmachen für. Nee, weiß ich. So eine Licht drinne dafür nicht. Da liegen da noch Werkzeugkästen drin und dein Rucksack ist auch noch hier drin. Rucksack kann ich nicht nehmen, weil ich einen anderen Rucksack habe. Der ist glaube ich aber auch leer. Kannst du mich jetzt auch noch? Keine Ahnung. Ja, nicht, ja, kommst du? Wir haben Spitzhacke gekauft. Test 1, 2, 3. Ja, wir hören nicht. Wir hören nicht. Hört ihr mich nicht mehr? Doch, ich höre dich auch. Werkzeugkasten, die können am Auto liegen bleiben, André. Davon habe ich auch noch welche
in der Weste welche. Das heißt, die sind für Notfall, können die noch mal im Auto rein oder nimm die raus oder wie auch immer. Genauso wie Essen und Trinken, das kann alles als Notfallbekleidung da sein. Und den Rucksack, den wollte ich eigentlich mal rausschmeißen. Und den zieht er automatisch in meinen Rucksackslot rein. Der muss den anderen Rucksack erst ablegen. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Ach ja, mal machen. Olli? Ja? Wo bist du? Im Laden. Wollen wir jetzt Kohle machen? Kohle ist nicht weit. Ja, dann lass mal nach Kohle gucken. Können wir mal hingehen. Aber was anderes als Äpfel, ne? Ich habe mein Funkgerät aus Versehen auf Lautsprecher gestellt. Das heißt, immer wenn wir gefunkt haben, konnte jeder mithören. Ja, okay. Und wie stellst du das um? Du musst am Funkgerät diese Mode-Taste einstellen. Da kannst du umstellen zwischen Speakers und Kopfhörer, Headphones. Und der muss auf Headphones stehen. Du musst wahrscheinlich wieder Steuerung P drücken oder was? Ach da. Ja. Kopfhörer, ja. Ja, sehe ich ja. Weil er sagte mir eben, er kann mich die ganze Zeit hören, wenn wir über Funk schnappen. Ach so. Wo ist denn das bei Steuerung P? Da habe ich einen Lautsprecher-Mode oder was? Ja, genau. Ja, den musst du umstellen auf Headphone. Ist unten rechts, ja, ist, aber auf Mode drücken. Ist auf Kopfhörer. Ja, genau. Weil jetzt hören uns nur wir uns hier. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. Hol doch die Polizei! Ich höre schon wieder eine Sirene. Jo, ich auch. Nicht schon wieder? Jo. Ich habe keine Lust, schon wieder. Nee, komm nicht hinter. Komm nicht hinter uns her. Was war das? Partybus. Wo kommt die denn her? Weiß ich nicht. Einer in unserer Frequenz drin vielleicht. Nee, da hörst du ja immer dieses Rauschen und Knacken. Ja, richtig, und dann siehst du das, glaube ich, auch unten rechts. Ja, zumindest hörst du das Knacken und Rauschen. Gute Nacht, Kimberly. Schlaf gut. Gute Nacht, Kimberly. Nacht, Kimberly. Träum nicht von das, was wir nicht auch träumen würden. Und sie träumt nur davon, wie ich sterbe. Und die Finger über der Bettdecke lassen. Hahaha. Da lacht er wieder, ne? Ja. Das wäre sein Humor. Sein Humor ist mit Niveau im Keller, ich weiß. Ja, Olli, geh mal gucken, ob der Humor im Keller liegt, das Niveau. Ja, der liegt neben Niveau. Ja. Was wollten wir jetzt machen? Kohle. Ah. Kohle. Hallo, Drohne. Ja, ich bin nochmal eben 2 Minuten auf Kauf. Ah. Dann wird er wieder verhungern und verdursten. Ja, dann wird wieder verhungern und verdursten. Nein, das schafft. Schon mal los hier. Ja, Umstellung mal auf Funk. Meine Devise ist Vertrauen niemandem. Da habt ihr recht. Gerade wenn drei Leute drin sitzen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Richtig. Nein, es geht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und dann greift er noch in seinen Rucksack. Guten Tag, die Herren. Jo, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Nimmt jetzt seine Pistole raus. Wir und meint, er wäre hier Johnny Rambo. Kohle, ja, kein Kohle. Problem. Liegt hier auf dem Boden. Nimm sie. Wir sind unbewaffnet. Kohle können sich ja aufheben. Liegt ganz viel. Guck mal. Kollege hat hier alles hingeschmissen. Guck mal, da liegt so viel Kohle. So viel kannst du gar nicht tragen, mein Freund. Nehmen Sie sich alles, was Sie nehmen können. Oh, das passt ja. Hoch. Bleiben Sie mir vom Rosenlatz weg. Na tolle Weg. Tut mir leid, Mensch. Ich bin mir da so ein bisschen in den Weg gelaufen.
machen Sie denn mit der Kohle? Verkaufen. Kaufen, haben Sie recht. Ne? Kaufen. Wissen Sie schon. Lohnt sich nicht. Guck mal, gerade irgendwo Preis. Ich glaube 200. 280. Ja. 280, ne? Ja. 280. Ist jetzt nicht gerade wenig. Problem ist, dass wir nicht viel mitnehmen können. Ja, außer du hast einen LKW, einen großen. Dann wird das sich vielleicht. LKW wird sich vielleicht lohnen, aber. Mit Fahrzeug lohnt sich. LKW ist die Frage. Auch, ja. LKW war genau. Was kostet der Spaß? Ich müsste mal da mal vorbeischauen. Vielleicht sind LKW ja, kann ich dir sagen. Der erste, der sich überhaupt lohnt, zu 1,7 viel. 1,7 oder so, habe ich gehört. Ja. Es lohnt sich nicht, an dem LKW-Händler vorbeizuschauen. Der LKW.